Willkommen auf der Saatorx. Bei der Heldentaverne habe ich mir noch ein paar Booster von dem ReZero Volume 2 geholt. Ein paar waren dann noch da. Ein paar davon habe ich mir mitgenommen. Und die packe ich jetzt einfach mal aus. Gucken wir mal, ob noch irgendwas Besonderes mit dabei ist. Also ich hoffe, dass vielleicht noch was Schönes mit dabei ist. Ganz vorne dran haben wir hier gleich den riesen Puck. Emilia, natürlich super rot darf auch nicht fehlen. Und eine Rare Emilia. Und von dem Typen, den ich gar nicht leiden kann, eine Climax-Karte. Aber ich hoffe, den Typ kann überhaupt niemand leiden. Der ist so scheiße. Dann gleich über zu Päckchen Nummer 2. Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt habe. Insgesamt hatte ich mir 7 Booster noch geholt. Ja, vorne dran Mini-Ram. Mini-Rem. Mini Beatrice. Gleich nochmal Ram. Und eine Rare Feld. Und eine Climax-Karte mit der Beatrice. Und dann Päckchen Nummer 3. Mit Rem vorne dran. Ruswell. Und der gute Felix. Und noch eine Rare Ram. Ja, mir kratzt es ein kleines bisschen am Hals. Ich habe es wieder ein bisschen erwischt. Ich hoffe, das hört man nicht ganz so dolle. Dann Nummer 4. Nochmal mit Miniram, Minirem und nochmal Minirem. Und gleich zweimal Beatrice. Und RAM kann man auch nie genug haben. Und die Karte werde ich garantiert nicht mit in mein Deck nehmen. Klar, wenn sie gute Effekte hat oder so, hat sie sicherlich ihre Daseinsberechtigung, aber man soll ja schon mit den Charakteren spielen, die man auch mag. Ups, da habe ich das Ganze geschnitten. Dann die kleine RAM. Und nochmal Felix. Windkarte, Reinhardt und eine Rare Feld. Und Ramrem, Climax-Karte. Da sind wir auch schon beim vorletzten Booster-Päckchen. Gleich vorne dran eine Backup Beatrice. Rouge. Ram. Eine Rare Rem. Und die Climax-Karte. Und dann auf zum letzten Booster. Igitt, geht gleich vorne dran. Und eine Double Rare Beatrice, die ich ja auch schon bei dem letzten Unboxing von dem Zero auch als Signed-Karte dabei hatte. Also als Special Rare. So, dann bin ich durch. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich eine Playlist verlinkt, wo alles, was mit Weiß-Schwarz zu tun hat, drin ist. Könnt ihr gerne mal durchschauen, wenn euch das Spiel interessiert. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.